Ich weiß, dass die da oben stehen. Aber sollen sie noch halt runterkommen? Kommt runter. Komm her, Fifi. Ihr seid nicht sehr kreativ, oder? Ich meine, Feuerwerk! Sie haben nur dich getroffen. Ist der Counter eigentlich automatisiert oder musst du draufdrücken? Ich glaube, da muss ich draufdrücken. Würde mich wundern, wenn hier irgendwas automatisiert ist und so. Besetzer Tabard. Was kann er denn? Er ist ein bisschen was besser gegen magisch Feuer und Blitz, aber ich glaube, ich bin mit unserer jetzigen Rüstung ganz zufrieden. Jetzt dachte ich, dieser bewegende Busch wäre einer von den Großen. Puh. Genau einer von denen. Ja komm, sammeln. Du hast mich gesehen, oder? Da hinten ist irgendwo... Da sind die Hundis. Ah, das Ding habe ich schon eingesammelt, okay. Kommen da noch welche? Ah, da ist er wieder. Zelt oder wo rennt der hin? Achso. Der sitzt da normalerweise und weil wir da drüben den anderen getötet haben, rannte der da rum. Alles klar. Dann gehen wir mal auf die andere Seite des Lagers und räumen erstmal die anderen weg. Und sammle natürlich LP zu. Ah, ich glaube, jetzt kann ich die Wölfe wiederholen. Ja. Das werden wir, glaube ich, auch gleich mal tun. Hör auf, mich mit AOE-Waffen anzugreifen. Ah, da der letzte Hieb leider noch den Fallenden erwischt. Okay, da kommt keiner mehr. Klassischer Fall von Mr. Wer? War wohl nur der Wind. Richtig.
So, ihr Wölfis. Ein Bestien-Dreieckschild, alles klar. Schaut, da vorne kommt er. War jetzt nicht so geplant. Gleich bin ich da. Komm, hallo. Ich. Achso, ich sterbe gerade. Achso. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das ist. Das habe ich tatsächlich gar nicht so schnell mitbekommen, weil ich habe eigentlich noch gedacht, ich nehme einen Heiltrank und offensichtlich war die Wirkung des Heiltranks schneller weg als erwartet. Also machen wir das gleiche Spiel von vorne. Und dass wir diesmal die Typen da oben mitnehmen. Als erstes. Kommst doch zuerst hoch. Okay, da war der Fokus super auf den Gegner gesetzt. Voll. Tod ist ein bisschen in die Ecke gedrängt, verhautet. Ja, ja, ja. Genau so war das. Aber ich kann jetzt gerade aktuell wieder Wölfchen holen. Die werde ich dann auch später holen. Okay, mit dem Vorsprung habe ich jetzt nicht gerechnet von dir. Ja, das mache ich, um Gegner anzulocken. Das war... So. Das sah gut aus. Hallo? Ausweichen habe ich gedrückt. Ausweichen. Ja, du hast schon rausgefunden, wer der wahre Typ ist. Das ist okay, dann können die anderen nochmal Schaden machen. Okay, mit Wölfchen kann man ihn tatsächlich relativ easy legen. Nein, niemand? Okay. Interessant, dass ich mich zu ihm ausgewichen habe, aber ich dachte, ich hätte nach hinten gedrückt, aber ich kann mich auch irren. Wenn das Spiel der Meinung ist, das war so, dann war das wohl so. War ja nicht noch irgendwo ein Einzelner? Oder ist der gerade eben schon mitgekommen? Ich glaube, der ist mitgekommen. Na dann... Power Wolfies! Genau. Go, go, Power Wolfies!
Okay. Da war er schneller als ich. Hat die goldene Rune gerade meine Tränke gefüllt? Das wäre möglich. Ich weiß nicht, wo es dahin geht, aber wahrscheinlich werden wir gleich wieder von einem Katapult beschossen. Ah, wir sind aus dem Bereich raus, die Wolfis sind weg, ja. I see what you built there. Gut. Schon wieder einer? Okay, da muss ich wahrscheinlich nach da oben. Kein Gegner? Okay. Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexandra, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Yeah, why not? Thanks. A thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay. Triumphierender Jubel. Na dann. Als ob. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Yay, ich habe besseres Fleisch bekommen. Na dann. Da sind wieder diese Vögelchen. Und dieses Geräusch, was mich zu hart an Assassin's Creed wundert. Aha. Ich will nicht wissen, was du bist. Oder? Nein, ich glaube, ich will es noch nicht wissen. Du bist ein Trankauffüller? Warum wohl? Geht's denn jetzt mit? Okay. Sah so aus, als wäre da vielleicht noch ein Pfad hoch. Apropos Trankauf wieder, wir haben noch drei, das passt. Tatsache, dass es besseres Fleisch gibt, wirft die Frage auch, ob es normales Fleisch und schlechteres Fleisch gibt. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich meine, wir hätten schon sowas in der Art gesammelt, aber ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht interessiert mich jetzt ja doch nochmal einer von den Anfangsgegnern.
Wenn du Dinge kaputt machst, machst du das auch mit Barrikaden? Nein. Ich bin versucht, an den einfach nur mal zu rasten aufgrund dessen, dass okay. Das ist eine ganz klare Ansage. Okay, zu Ross reiten ist tatsächlich eine interessante Sache. Eine Aristokratenkleidung. Okay. Zu Ross kämpfen ist nochmal eine ganz andere Sache. Man kann zumindest keinen Close Combat machen. Man muss definitiv mal ausholen. Es war nicht wirklich ernst gemeint. Nein, ich weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, aber ich versuche doch gerne zu helfen. Ich sag's mal so, andere Gegner, andere Ehre. Deswegen... Sneak-Attacke. Und mehr Glück als Verstand. Oh ja, viel mehr Glück als Verstand. Das war jetzt schon fast interessant. Nice. Danke. So, wir haben ein paar Hosen gefunden. Was machen die? Soldatenbaldschutz, Keidenhosen. Ah, okay, die interessieren mich nicht offensichtlich. Ja, genau. Ich sollte Q drücken, nicht Escape. Und dann hatten wir die Aristokratenkleidung gefunden. Die interessiert mich auch nicht. Okay, ihr habt keine Hörner, ihr seid ungefährlich. Ist hier ein einzelner großer oder ist das der Punkt, von dem ich den großen gesehen habe? Ich glaube, das ist der Punkt, von dem ich den großen gesehen habe. Nun setzen wir uns noch mal ganz kurz hier hin. Ich will doch gar nicht... Ich wollte Q drücken, nicht E. Ich hält. Ich meine, ich ält. Ja, einen Fail-Counter bräuchten wir auch. Aber ich würde tatsächlich gerne noch mal zu der einzelnen Typen da hinten wandern wollen.